Wir waren mal wieder am Gardasee und da ging es natürlich auch wieder ins Gardaland. Diesmal mussten wir wieder Tickets online für einen bestimmten Tag kaufen, die allerdings nur 24 Euro gekostet haben. Im Winter ist im Gardaland einiges auch anders. Wie ihr hier auf dieser Karte sehen könnt, war der hintere Bereich komplett geschlossen. Dann der Bereich mit der Colorado Boat Wasserbahn, der Legoland Wasserpark und die beiden Wasserbahnen im vorderen Bereich des Parks. Es gab diesmal auch wieder Temperatur- und Taschenchecks vor dem Eingang. Zudem wurde der Impfstatus gecheckt und natürlich das gültige Ticket. Diesmal funktionierte im Park auch wieder alles mit der App. Aber hier seht ihr ein Video, wie ich erkläre, wie diese App funktioniert, da diesmal im Park doch ein paar damit so ihre Probleme hatten. Im Park galt diesmal überall Maskenpflicht. Für den Eintritt galt 3G, aber für das Theater, Restaurants und die Shows galt 2G. Seit dem 10. Januar allerdings gilt generell 2G für den Park. Checkt also auf jeden Fall die Homepage, bevor ihr dorthin fahrt. Da findet ihr alle aktuellen Informationen auf Italienisch, Englisch und Deutsch. Alles im Park war natürlich schön winterlich dekoriert und es war an dem Tag auch echt sowas von neblig. Kurz schaute mal die Sonne durch, aber sonst blieb's grau. Das Anstehen hat diesmal nicht ganz so gut funktioniert wie im September, muss ich gestehen. Das lag aber nicht an der App, sondern an den Besuchern. Irgendwie standen viele in Trauben vor den Fahrgeschäften, auch wenn sie bei weitem noch nicht dran waren. Ich gebe zu, das war manchmal schon ein wenig nervig. Diesmal hatte unser Lieblingsrestaurant allerdings wieder geöffnet. Für das Menü mit Burger, Pommes und einem Getränk haben wir 11,50 Euro bezahlt. Das hat für uns beide auch erstmal wirklich gereicht. Und ich mag einfach die Dekoration hier im Piratenbereich total. Für einige Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel i Corsari hier, musste man sich nicht virtuell anstellen und konnte einfach reingehen. Zum Glück war hier aber auch nie wirklich viel los, aber im Sommer geht die Schlange gerne mal von ganz unten bis hoch. Die geschlossenen Bereiche im Park befanden sich hinter diesen Absperrungen und zwei Achterbahnen machten auch erst später am Tag auf. Access may be interrupted early in order to adequately respond to long queues.
Oben gab es diese kleine Eislaufbahn und etwas Warmes zu trinken. Es hatten aber noch immer viele der Shops geschlossen und ich weiß leider auch nicht, ob die überhaupt wieder aufmachen werden. Absolut genial sind im Park diese Feuerstellen und der Glühwein im Apfel für 5 Euro. Waren definitiv super, um sich aufzuwärmen. Am Ende haben wir uns noch die kleine Weihnachtsshow angesehen, sogar mit Feuerwerk am Ende. Dann war der Tag leider auch schon wieder vorbei, aber es war echt toll und wir werden definitiv wiederkommen.